Guten Morgen. Heute möchte ich mit euch etwas tun, was ich immer selber propagiere, was man aber selber in den Videos kaum findet, weil ich mit den Videos eigentlich immer davon berichte, wovon ich selber sehr viel halte oder gewisse Theorien gegenüberstelle. Aber ich habe selten ein Video gemacht zu einer Theorie, hinter der ich selber gar nicht stehe. Und das möchte ich heute einfach tun als Zeichen der Demut. Denn ich bin davon überzeugt, dass ich nichts weiß und dass alles, was ich zu wissen glaube, nicht der Realität entspricht. Der objektiven Realität. Und ja, entsprechend heute die Theorie. Diese Sache, dass wir Vitamine und Mineralstoffe brauchen, ist alles nur falsch. Wir brauchen keine Mineralstoffe, wir brauchen keine Vitamine, sondern das funktioniert alles irgendwie anders energetisch. Okay, also für mich klang das am Anfang sehr suspekt. Und eigentlich klingt es das noch immer. Aber gehen wir das einfach mal durch und ich versuche, wer mein Video kennt, wie man die Wahrheit findet, ich verlinke euch das Video oben, der wird als den 10. Schritt gehört haben, dass wenn man glaubt die Wahrheit zu finden, man genau das Gegenteil von der Wahrheit als Wahrheit annehmen sollte und die ersten 9 Schritte unternehmen sollte, um diese Wahrheit wieder zu beweisen. Na? So dass man halt sicher gehen kann, dass man nach bestem Wissen und Gewissen mit wenig Konditionierung eine Entscheidung trifft. So, also, es ist eine Anregung. Ich füge auch einfach mal eine Umfrage da hinzu, ob ihr die Möglichkeit, dass das der Realität entspricht, also dass es keine Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, dass diese Theorie, dass wir das gar nicht benötigen, dass es zutrifft oder nicht, das könnt ihr oben mal sagen. Vielleicht nach dem Video. Macht vielleicht mehr Sinn, weil vor dem Video vermute ich mal, dass die meisten da sicherlich sagen werden, okay, nee, natürlich gibt es Vitamine, Mineralstoffe, das steht doch in dem Buch, wir haben es doch gelesen und in der Schule gelernt. Ja, also, was man feststellen kann, ist, dass es bei Krankheiten oft einen Vitaminmangel gibt. Das konnte man feststellen, dass bei verschiedenen Dingen ja, einfach ein gewisser Mangel an Vitaminen im Körper festzustellen war oder Mineralstoffen. Und so hatte man dann eben gedacht, ja, dann geben wir die Vitamine wieder dazu und dann ist ja alles geritzt. Aber da sind wir bei dem Thema Korrelation versus Kausalität. Es kann nämlich durchaus möglich sein, dass bei irgendeiner Krankheit ein bestimmter Mineralstoff zu wenig da ist. Das kann aber auch nur daran liegen, dass bei der Krankheit der Mineralstoff eben nicht, ja, zum Beispiel diffundiert werden, also nicht aufgenommen werden kann. Und dass es nicht daran liegt, dass man zu wenig von dem Mineralstoff zu sich nimmt, sondern dass er eben nicht aufgenommen werden kann durch die Charakteristika der Krankheit. Und dann bringt es auch nichts, wenn man dieses dann substituiert. Man hat das zum Beispiel probiert bei Krebsarten, indem man sagt, okay, gegen Krebs ist ja Antioxidantien sind ja total gut gegen Krebs und deshalb pumpen wir jetzt mal die Leute mit Vitamin E voll, also starken Antioxidantien. Und ja, dann hat man halt versucht, dass das wie so eine Art Schutzschild, also protektiv hat man dann das Vitamin E supplementiert und dann gehofft, dass man feststellt, dass es weniger Krebserkrankungen bei den Probanden gibt. Und ja, das war leider nicht der Fall. Und so gibt es bei vielen Vitaminen und Mineralstoffen genau dieses Problem, dass man da versucht irgendwie mit Vitaminen oder mit Mineralstoffen irgendwas zu probieren, um irgendwas aufzuhalten und ja, bei der Studienlage sich eher das Bild ergibt, dass das nicht hilft, singulär die Vitamine zuzuschießen. Aber was man dann festgestellt hat, ist, dass es, wenn man sich pflanzenreicher ernährt, also mehr Obst und Gemüse zu sich nimmt, im Vollen, dass man dann durchaus protektive Wirkung feststellt, gegen Krebs zum Beispiel. Da habe ich ja sehr viele Videos gemacht, wie Obst und Gemüse vor Krebs schützen kann. Und
Ja, und dann kommt man natürlich dann so ein bisschen, da kommt der Gedanke, ja, vielleicht liegt das ja gar nicht wirklich an dem Vitamin, sondern an irgendetwas größeren, für uns nicht fassbaren energetischen Zeug, das halt so ein gesamter Gemüse oder so ein gesamter Apfel, Obst da irgendwie mit sich bringt. Und da kam mir ja auch so die Erfahrung beim Rainbow, da gab es Menschen beim Rohkostkreis, die gesagt haben, dass sie nur ganzes Gemüse und ganzes Obst essen, weil das noch energetisch in Ordnung ist. Was natürlich dann Sinn machen würde. Ja, und das ist halt eben die Frage, ob das so ist. Auch ganz interessant zu erfahren, oder ist diese Untersuchung, man hat festgestellt, dass der Apfel, wenn er eingenommen wird, in Apple a Day, stays the Doctor away, dass er die Krebszellen oder ich weiß nicht was es war, irgendwelche Zellen, ich glaube waren Krebszellen, ganz stark bekämpft hat, aber man, egal was man vom Apfel hinzugegeben hat und selbst wenn man alle Vitamine und Mineralstoffe des Apfels sozusagen dem Probanden verabreicht hat, das nicht den Effekt gehabt hatte. Der Apfel an sich ist relativ vitamin- und mineralstoffarm. Wenn man sich bei Chronometer mal anschaut, der Apfel zählt zu den Sachen, die am wenigsten guten Stuff enthalten. So rein von den Werten. Aber trotzdem empirisch festgestellt, dass der Apfel extrem wichtig ist. Und man kann es gar nicht so begründen. Und ja, und das unterstützt natürlich diese Theorie mit diesen Vitaminen, Mineralstoffen, dass man das alles so einhalten muss. Und so eine induktive Vorgehensweise, also das fehlt, also dieser eine Stoff, den braucht man. Und da braucht man den Stoff und den Stoff und dann tut man das halt, dann tut man wie die DGE so ein Profil erstellen, was man für einzelne Stoffe braucht und dann ist man gesund. Also ich glaube da wirklich nicht mehr so 100% da dran, dass das tatsächlich einfach so ist. Also ich glaube schon, dass es da mehr gibt als die reinen Vitamine und die Mineralstoffe. Wobei aus der Wissenschaft lässt sich natürlich auch ableiten. Ich verlinke euch da unten auch ein Buch. Das ist aktuelle Universitätsliteratur und Biofunktionalität der Lebensmittel, Inhaltsstoffe werden da betrachtet. Und da lässt sich ja auf jeden Fall ableiten, wenn die Vitamine nicht da sind, dann wird man krank. So. Aber die Vitamine einzeln zu geben, macht auch nicht gesund. Und das ist studientechnisch unterlegt. Das heißt, ich weiß nicht, ob das so viel bringt, immer die ganzen Vitamine und Mineralstoffe rauszurechnen bei Chronometern und zu schauen, dass man dann überall bei 100% ist. Oder ob man einfach mehr seiner Intuition folgen sollte. Und ja, gar nicht darauf achtet, ob man jetzt die Omega-3-Fettsäuren hat oder ob man das Vitamin D hat, sondern generell eine gesunde, gute Lebensweise an den Tag legen und sich da gar nicht so Gedanken machen über die einzelnen Vitamine und Mineralstoffe. Und bei Vitamin D heißt das nichts anderes als möglichst einfach den ganzen Tag draußen zu sein, was unserer Natur entspricht, den ganzen Tag draußen zu sein. Klar, in manchen Breitengraden ist es nicht toll, aber dann entspricht es auch nicht unserer Natur, dann sollten wir dort auch nicht leben. Und wenn wir dort leben, müssen wir uns anpassen, müssen wir eben dann was supplementieren. Aber dann ist die Frage, ob eine reine Supplementierung für Vitamin D dann wirklich so gut ist. Das ist die Frage, ne? Also, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass diese Theorie, dass Vitamine, Mineralstoffe, alles was damit zusammenhängt, dass es schon angreifbar ist und dass es da, dass man dann ganzheitlicher und größer denken muss, als diese einzelnen Vitamine und Mineralstoffe zu beachten. Und dass so, wenn man sie natürlich zu sich nimmt, von Obst und Gemüse, Wildkräutern, dass das sehr, sehr wichtig ist. Widerspricht alles so ein bisschen dessen, was ich, wie ich die letzten Jahre so gelebt habe. Ich habe wirklich nach den Vitaminen und Mineralstoffen auch so gelebt und immer alles ausgerechnet und so. Werde das sicherlich hin und wieder auch noch weiter tun, einfach weil ich, ja, da das immer noch sich gut anfühlt. Aber zumindest möchte ich die Frage aufwerfen für mich, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Wie steht ihr dazu?